Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Wie. Ja, ich hatte absolut keine Ahnung, was ich heute aufnehmen sollte. Und ich habe auch gerade keine Ahnung, was ich überhaupt sagen sollte, weil ich eben schon mal aufgenommen habe und das Spiel aber zu laut war. Also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte und habe in meiner Steam-Liste ein wenig nach Spielen geschaut und dann ist mir aufgefallen, dass ich 6x V mag und dass ich es schon auf 100% gespielt hätte. Na gut, nicht 100% mit 0 Toten, aber 0 Tode möchte ich hier auch gar nicht schaffen. Es ist ein Spiel von Terry Cavanagh und ich mag alle Spiele von Terry Cavanagh, so auch Super Hexagon und Don't Look Back. Und ja, weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich anderes tun sollte, spiele ich jetzt einfach dieses Spiel und mache ein Let's Play draus. Ich hoffe, die Maus verschwindet, ich tue sie einfach unten in die Ecke. Oh. Ist alles in Ordnung? Nein, wir haben den Nine Star Elevator Defense getroffen. Brr. Eben habe ich es in Englisch vorgelesen. Ich weiß nicht, ob Englisch oder Deutsch besser ist. Irgendwas ist falsch. Wir werden crashen. Evakuieren. Oh nein. Jeder weg vom Schiff. Das sollte nicht passieren. Ja, ich bin ja sowieso der Beste in Englisch. Puh, das war gruselig. Immerhin sind wir alle entkommen. Richtig, Leute? Leute? Das finde ich lustig animiert. Ich kann es jetzt entweder mit... Ja gut. Eben habe ich es mit Pfeiltasten gespielt. Na gut, ich glaube, ich bleibe sogar ehrlich gesagt bei Pfeiltasten, weil WASD wäre mir ein bisschen zu schwer. Ich wundere mich, warum das Schiff mich hier alleine hin teleportiert hat. Ich hoffe, die anderen sind da auch gut rausgekommen. So, es ist halt ein Spiel, was einfach nur schwer sein soll. Ein 2D-Plattformer. Und hier war, ups, das erste Secret. So, und jetzt wäre ich schon einmal gestorben. Und damit könnte ich das 0-mal Sterben schon gar nicht mehr schaffen. Das Spiel ist immer noch relativ laut und ich habe es jetzt auf 3. Und 3 ist relativ leise bei 3 von 100. Congratulations, you have found a shiny trinket. 1 out of 20. Ah, okay. Jeder Bereich hat einen Levelnamen, man kann sich auch selber Level bauen. Ich habe schon mal eins angefangen grob zu bauen und ich habe auch gar nicht auf die Uhr geschaut. Das muss ich jetzt nochmal neu machen. Ich habe meine Uhr aber noch nicht wieder rangeholt, aber wir haben es jetzt ca. 35. Ja gut. Mal schauen, ob die Datei relativ klein ist, dann kann ich das auch heute hochladen. Mal schauen, ob ich das Ganze mit meinem neuen Renderprogramm rendern kann oder ob es auch wieder diese Linien hat, wie Andy Chamber. So. Ja gut, und jetzt versucht halt dieser eine hier alle seine Freunde zu retten. Oh, Violet, bist du's? Oh halt, jetzt kann ich auf einmal selber drücken. Captain, du bist okay. Irgendwas ist schrecklich schief gelaufen mit dem Schiffsteleporter. Ich denke, jeder wurde random. Mir fällt gerade nicht ein, was random auf Deutsch heißt. Zufall. Zufallsmäßig. Jeder wurde zufällig wegteleportiert. Sie könnten überall sein. Oh nein. Ich bin auf dem Schiff. Es ist beschädigt, also es ist stark beschädigt, aber immer noch intakt. Wo bist du, Captain? In einer Art Raumstation. Es scheint ziemlich modern zu sein. Es scheint dort eine Art Interferenz in dieser Dimension zu geben. Okay. Broadcasting. Ja, YouTube, broadcasten dich selbst. Ich broadcaste dir die Koordinaten des Schiffs. Achso, ja. Also da unten ist das Schiff. Und da muss ich hinkommen. Ich kann dich nicht zurückteleportieren, aber wenn du einen Teleporter finden kannst, irgendwo in der Nähe, solltest du fähig sein, dich zu mir zurück zu teleportieren. Okay. Die erste Folge werde ich jetzt wie immer 15 Minuten lang halten. Okay, ich versuche einen zu finden. Und mal schauen, wie groß die Datei ist, damit ich in Zukunft bestimmen kann, wie groß ich das Video mache. Viel Glück, Captain. So, man hat noch gar nicht herausgefunden, wie alle heißen, aber alle beginnen mit V. Ich versuche, den Rest der Crew zu finden.
Okay. So, die kann man... Achso, die Dinger kann man jetzt nicht lesen. Ich möchte die ungern durchlesen, weil ich die auch nie selber durchgelesen habe. Kann sein, dass sie zur Story weiterhelfen. Den ersten Part habe ich schon mal mit allen Trinkets und ohne Tode geschafft, weil ich da irgendwie so Rennen oder irgend sowas gemacht habe. Also deshalb bin ich hier in dem ersten Part noch relativ gut, sagte er und starb. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wie gut zu meinem Kanal passt, vor allen Dingen auch zu den Dingen, die ich in Zukunft noch auf meinem Kanal hochladen möchte. Das ist so das Spiel, wo ich gerne in die Richtung gehen würde. So. Gehen wir hier. Das ist ein schwierigeres Shiny Trinket. Oh, es ist ein anderes von diesen leuchtenden Dingen. Ich brauche es nicht wirklich, aber es wäre bestimmt nett, wenn ich es mitnehme zum Schiff, um es zu studieren. Naja, klar. So, hier müsste ich doch relativ gut durchkommen, oder? Ja, das kann ich noch. Auch wenn ich das Spiel schon länger nicht gespielt habe. Und ich hoffe wirklich, dass es mich nicht wieder übertönt, weil das wäre wirklich sehr unangenehm. Aber dann wäre es auch höchstwahrscheinlich nur für die erste Folge. Und weil ich jetzt gestorben bin, brauche ich den Weg nicht selber zurückzugehen. Press Enter to... Ah, Enter ist die Map. Hier könnte ich auch saven. Habe ich das jetzt schon? Nee, halt. Ah ja, okay. Zwei Shiny Trinkets. Ja, okay. Game saved. So, stehen sie alle? Achso. Ich bin jetzt derzeit Viridian. Da gibt es noch Vermilion, Violet, Verdigris, Vitellery und Victoria. Und unser Ziel ist es jetzt, in diesem Spiel die alle zu retten. Achso, ich musste hier, glaube ich, in der schnellen Zeit durch. Deshalb durfte ich gar nicht stehen bleiben oder so. So, hier musste man kommen, das weiß ich noch. Und dann kann man hier weiter. So. Ah, das wollte ich nur ausprobieren, ob Pfeiltaste nach unten auch geht. Also ich drücke jetzt nur nach oben, also es wäre halt sonst auch Leertaste, um immer die Gravitation zu wechseln. Man kann halt nicht springen, sich nur nach links und rechts bewegen und die Gravitation ändern. Ups. Ja, ich muss schauen, wie ich das damals gemacht habe. Die Musik gefällt mir in dem Spiel übrigens auch sehr. So, ein Teleporter. Ich kann mit ihm zurück zum Schiff kommen. So. Captain! Level komplett. You have rescued a crew member. Okay, vier sind noch übrig. So, Doktor. Hast du irgendeine Idee, was den Unfall verursacht hat? Es gibt eine Art bizarres Signal. Hier, dieses... achso, dieses reagiert irgendwie mit unserem Equipment. Es hat dafür gesorgt, dass das Schiff seine Quantumposition verliert, was auch immer eine Quantumposition ist. Und dadurch gesorgt, dass wir in diese Dimension kommen. Oh nein. Aber ich denke, wir sollten in der Lage sein, das Ganze, also das Schiff zu reparieren und hier fortzukommen. Solange wir den Rest der Crew finden können. Wir wissen wirklich nichts über diesen Ort. Unsere Freunde könnten überall sein. Sie könnten verloren sein oder in Gefahr. Können sie hierhin zurückteleportiert werden? Nein, bis wir keinen anderen Weg finden, mit ihnen zu kommunizieren. Wir können ihr Signal nicht finden und sie können sich nicht zu uns zurückteleportieren, bis sie nicht wissen, wo unser Schiff ist. Also was tun wir? Wir brauchen ein... Also, wir müssen sie finden. Gehe raus in die Dimension und schaue überall, wo sie vielleicht hingeraten sein könnten. Okay, wo starten wir? Nun, ich habe versucht, sie mit dem Schiffsscanner zu finden. Es funktioniert nicht, aber ich habe etwas anderes gefunden.
Und das sind die Teleporter. Diese Punkte zeigen, also, dass der Scan hohe Energiefelder dort gefunden hat. Es könnten sehr gut Teleporter sein, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nahe etwas Wichtigem gebaut sind. Sie könnten ein sehr guter Platz sein, um die Suche zu starten. Okay, ich werde in Ihre Richtung schauen und sehen, was ich finden kann. Ich bin genau hier, falls du irgendwelche Hilfe brauchst. Gut, damit würde jetzt das Ganze starten. Ah, jetzt könnte ich das halt alles noch durchlesen. Ach so, ich habe das am Anfang gar nicht durchgelesen, das eine. Bin ich ja diesmal dran vorbeigelaufen. Ship Navigation Controls. Error, Error. Can't isolate dimensional coordinates. Interference detected. Hier würden halt verschiedene Sachen stehen. Oh, Schiffsradio. Oh, halt, kann ich denn... I'm feeling a bit overwhelmed, Doctor. Ach so, ich glaube, der möchte mir gerade was erklären. So, nochmal. Was? Lollipop? Ah, ich glaube, man kann diese Sache noch immer nur einmal lesen. Ach so, hier sind die verschiedenen Tracks, die ich auswählen könnte. Das scheint ein guter Platz zu sein, um diese leuchtenden Sachen zu lagern. Victoria liebt Studieren von interessanten Sachen, die wir auf unseren Abenteuern finden. Ich hoffe, sie ist okay. Wir sind jetzt schon über 10 Minuten, glaube. Na gut. Also immer mal wieder schön die Karte aktualisieren. So, da sind wir jetzt. Hier links wäre ein Teleporter. Aber da links kommen wir derzeit noch so weiter, oder? Nee, kommen wir nicht. Okay. Das heißt, unsere Reise soll hier starten und was mir auch sehr viel Spaß macht, wie ihr seht, wir kommen jetzt hier in eine Overworld und ich werde auch definitiv die ganze Karte erkunden. Ich weiß nicht, wie viele Parts wir brauchen werden. Ich denke so, wenn es eine Viertelstunde bleibt, dann könnten es über 10 Parts werden. So, weil wie ihr seht, ist die Overworld relativ groß. Wenn man allerdings mal... Oh, hier ist auch ein Teleporter. Und da unten wäre sogar direkt unser erster Dungeon, oder? Ja. Wollen wir damit anfangen? Get ready to bounce. Oh, ist das... Huch. Das ist, glaube, eine sehr, sehr schwere Stelle. Man sollte eine gewisse Reihenfolge beginnen. Und ich habe mir jetzt ein etwas schwierigeres ausgesucht. Aber das ist nicht schlimm, denn ich werde zwar auch sterben, aber ich kenne das Spiel, das heißt, ich bin nicht so schlecht. Und die Musik wird gerade wieder sehr laut. Ups, ich hätte nicht springen dürfen. Ach man, ich will... Was soll denn hier stehen? It turns out the key to stabilizing this dimension was to create a balancing force outside of it. Though it looks like that's just a temporary solution at best. I've been working on something more permanent, but it seems it's going to be too late. Warum spring ich immer? Na Mann. Ich weiß nicht, ob wir das machen, ich weiß allgemein nicht, was damit geht und keine Ahnung. Okay, hier ist ein Trinket, das holen wir uns doch schon mal. Ups, das war ein bisschen zu spät. Und noch ein Shiny Trinket. Ups. Ach so. Also die Soundtracks, wie bereits gesagt, falls ich es in dem Part noch nicht gesagt habe, finde ich sehr cool. Und ja, ich freue mich darauf, jetzt wo mir die Idee gekommen ist, das Spiel zu Let's Playen, habe ich auch Lust, das Ganze durchzubringen. Ich werde die Sachen jetzt nicht durchlesen, es tut mir leid. Ich weiß, sowas gehört sich... Ups, sowas gehört sich eventuell nur, wenn man einen Speedrun macht oder so. Ah, verdammt. Oder halt. Ah, nee, ich will das nicht versuchen. Wir können, glaube ich, irgendwo einsehen, wo unsere Tode sind, also wie häufig wir gestorben sind. Crew. Number of Deaths, 16. Time taken. Oh, hier könnte ich nachschauen, wie lange ich schon aufnehme.
Gut, dann machen wir noch eine Minute. Wenn das Spiel sagt, wir nehmen so lange auf, dann machen wir noch eine Minute. Ah ja, genau. Hier einfach nur springen gedrückt halten. Nee, halt gar nichts gedrückt halten und dann hoch. Aber das hier ist gleich eine doofe Stelle. Das kann ich so schwer timen. Ah, verdammt. Das ist natürlich super, dass ich mir jetzt für den ersten Part den schwierigsten, also mit schwierigsten Tempel ausgesucht habe. Es gibt noch eine coole Sache inmitten von dem, was ich vielleicht auch demnächst zeigen werde. Aber es ist eigentlich egal, wann wir was machen, denn ich fühle mich bereit für dieses Spiel und ja, so skillfrei wird das jetzt höchstwahrscheinlich nicht werden, auch wenn es derzeit noch so aussieht. Ah, das ist ein Teleporter. Dann könnte ich doch auch rein logischerweise genau hier aufhören. Ah, Game saved automatisch. So. Ja. Was wäre denn da oben? Ah, hier ist ein Trinket. Ein relativ leichtes Trinket, da man hier nicht sterben kann. 4 von 20. So, dann würde ich sagen, beende ich den Part jetzt an dieser Stelle, nachdem ich nochmal gespeichert habe. Also das heißt, ich möchte hier meinen Save Point haben. Achso, das Game saved hier automatisch. Ich könnte auch den Teleporter jetzt benutzen und wieder hier rausgehen. Aber ich denke nicht, dass das derzeit eine Option ist. Deshalb werden wir hier das nächste Mal weitermachen. Ich hoffe, ihr freut euch auf Wie? Keine Ahnung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.